Einen wunderschönen guten Abend hier beim Hannover Guide. Hallo. Also, heute ist das Statement mal zu Kopfnuss Kalli und zu You Know. Was ich vorab sagen muss, ist, dass ich keinerlei Leute beleidigen möchte und auch keinerlei Leute beleidige, weil sie irgendeinen Kommentar schreiben. Es ist leider die Realität, dass es einen Fake-Account gibt. Den hatte ich aber schon mal erwähnt. Es gibt leider einen Fake-Account mit meinem Bild und meinem Namen und auch eine Google Plus-Seite, die aber nicht registriert ist. Meine ist registriert. Daran ist schon mal zu sehen, dass ein Fake dahinter steckt. Wer das ist, ist mir wurscht. Wer das macht, ist mir auch wurscht. Sollten dementsprechende Beleidigungen kommen, müsst ihr einfach dem Namen folgen. Wenn da eine Google Plus Seite ist, ihr wisst, wie meine Google Plus Seite aussieht. Ihr seht auch, dass ich meine Seite, meine Homepage verlinkt habe und die bestätigt ist. Wenn das das ist, dann bin ich das. Was ich aber nicht sein werde, da ich dementsprechend bei Kopfnuss Kalli nie eine Beleidigung reingeschrieben habe oder ihm irgendwelche Beleidigungen dahin getan haben. Und um das verkackte Thema langsam mal deutlich zu machen, ich werde auch keinem die Prügel rausschmeißen oder sonst irgendeinen Scheißdreck, weil auf so einem Niveau bewege ich mich nicht. Ist ganz einfach, Punkt. Das gibt's nichts anderes. Da gibt es dann auch keine Diskussion oder sowas. Nein. Es gibt da nur ein Ding zu sagen, wer die Scheiße verbreitet, hat es einfach nicht besser verdient, als gebannt zu werden. Wer auch immer das ist, das kann von mir aus der Drachenlord sein oder Mr. Penner um die Ecke, das ist mir sowas von Latex. Mein Kanal bleibt sauber, weil wenn es nicht so wäre, dann würde ich ja schon längst eine Benachrichtigung bekommen haben. Da dies aber bis heute nicht passiert ist, werde ich es wohl auch nicht sein. Und für alle die, die das wohl immer noch nicht geschnallt haben, es gibt keine Beleidigung bei mir noch einmal. Wenn ich irgendwo Scheiße schreibe oder es nervt, dann ist das auf die Situation hingesehen und nicht auf die Person, die das schreibt. Zum Beispiel nervt es permanent, irgendwo zu hören, dass es angeblich bei mir einen Rollstuhl gibt. Ja, das mag sein, dass der Fake-Account das schreibt, aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Das nur mal so zu Beleidigungen und Wahrheiten über Kopfnuss Kalli. Ich finde Kopfnuss Kalli super Typ, ein super Typ, geil Typ. Der macht immer wirklich gute Beiträge und auch gute Kommentare. Ich finde das einfach toll, wenn sich jemand unterstützt. Oder wenn jemand einen anderen unterstützt, finde ich geil, toll, stehe ich voll hinten dran. Was ich nicht mag, ist falsche Wahrheiten und falsche Kommentare zu schreiben. Und da komme ich jetzt mal zu dem anderen Thema, zu den Livestreams. Ich habe ja seit einiger Woche, seit ein paar Tagen jetzt die Livestreams komplett ausgeschaltet, nicht mal mehr einen Trailer dazu veröffentlicht. Das hat einfach zwei Gründe. Einmal, ich komme mit You Know nicht mehr klar. Da sind irgendwelche Systemfehler drin, die ich einfach nicht wegkriege, die ich auch überhaupt nicht behoben haben konnte. Wie man sieht, habe ich mehrfach einen Versuch gestartet, mehrfach auch was mir einfallen lassen. Es hat einfach irgendwann nicht mehr funktioniert. Deswegen ist ganz einfach der Livestream auf You Know jetzt beendet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand die Seite ganz nett, ganz toll, ganz gut. Aber mit diesen Voraussetzungen werde ich da nie wieder live streamen. Was mit You Know und dem Livestream jetzt passiert, da kommt dann noch mal ein extra Video, sobald ich dann dort mir auch eine Alternative ausgesucht habe. Was ich übrigens dazu auch noch mal sagen wollte, ist, es kamen öfters mal Kommentare dazu, dass angeblich ich einen Rollstuhl haben soll. Und ich habe den Kommentar auch gelesen,
musst dich nicht verstecken, wenn du einen Rollstuhl hast. Tolle Idee, das zu schreiben bei einem Typ, der das nicht hat. Und vor allem super gut als Kommentar unter Videos zu stellen. Wo man vorher dann auch gesagt hat, schon reingeschrieben hat, dass es nicht so ist. Da kommt dann so ein Kommentar, musst dich nicht schämen, wenn du einen Rollstuhl hast. Finde ich toll. Da sieht man, wie Leute zuhören können oder lesen können oder überhaupt mal nachdenken. Finde ich nicht schön. Finde ich auch nicht toll. Ich lasse diese Kommentare aber grundsätzlich drin, weil das sind Beiträge. Und Beiträge lösche ich nicht einfach. Ich sage nur den Kommentar dazu, dass man so einen Kram nur schreibt, wenn man die Person kennt, weiß, dass es so ist oder es gesehen hat. Dann kann man sowas schreiben. Wenn man das nicht weiß, sollte man lieber die Fresse halten. Weil es könnte blöd aussehen, wenn dann der andere das Gegenteil beweist. Ich habe euch schon mehrfach gezeigt, dass ich keinen habe, aber anscheinend interessiert das keinen. Wie gesagt, das hängt vielleicht alles mit diesem Fake-Account zusammen, das mag ich gar nicht abstreiten. Es gibt immer Leute, die einen nicht mögen. Und es gibt auch einige Leute, die einem einen Erfolg bei YouTube nicht gönnen. Damit muss man leben. Man muss auch damit leben, dass einige Scheiße schreiben. Kann ich auch mitleben. Wenn es zu viel wird, sage ich was dazu. Das habe ich jetzt. Wer halt weitermachen will, hat halt für in meinen Augen steht ja nicht ganz bei sich. Weil, wie gesagt, würde ich einen haben, hätte ich euch den mit der Kamera schon mal gezeigt oder wäre in Hannover mit dem Rollstuhl rumgefahren. Ist aber nicht so. Ich kenne jemanden, der einen hat, der auch fest drin sitzt. Der kann auch auf zwei Beinen laufen. Aber ich laufe auf zwei Beinen und brauche keinen Rollstuhl auf längere Zeit. Und es wird auch erstmal keiner vorkommen. Deswegen, ja, gibt es das nicht. Wer halt immer noch den Kram schreiben will, soll es tun. Ich werde aber ab sofort auf diese Kommentare keine Antworten mehr geben. Ich hoffe, es ist bei den Leuten angekommen, die das hier betrifft. Wenn es der Fake-Account sein soll, der so einen Scheiß erzählt, dann soll er das tun. Der ehrliche Mensch sitzt hier vor der Kamera und erzählt euch das jetzt. Der andere, der kann in der Pfeife verdunsten. Das ist mein Statement dazu, was bezüglich Rollstuhl und soll man sich nicht schämen für betrifft. Auch in den Livestreams, in den Chatverläufen sind es teilweise übelst viele Kommentare dazu gekommen, die mich einfach maßlos genervt haben. Wo ich dann auch teilweise die Livestreams abgebrochen habe, das ist richtig. Das ist scheiße, wenn man das machen muss. Aber ich kann ja nicht 500 Kommentare da drin haben, wo 450 davon heißt, ja, Rollstuhl, Rollstuhl. Es kann doch nicht sein, wenn einer sagt, hab keinen, ist keiner. Da, was ist daran nicht zu verstehen? Sind wir nicht in Deutschland oder sind wir in Polen oder spreche ich Ruska oder Polska oder was spreche ich? Deutsch, ne? Sonst würde der mich ja nicht verstehen. Aber einige sind wohl so verblendet und so blöd im Kopf, dass sie das wahrscheinlich nicht mal mitkriegen. Es ist schlimm, wenn es so Leute gibt, aber die Menschen kannst du halt nur auf gewisse Weise lenken. Aber was anderes geht halt dann nicht. Meine persönliche Meinung ist, wenn man den Menschen kennt und wenn man das weiß, was er da hat, dann kann man darunter schreiben, schäm dich nicht, wenn du einen Rollstuhl hast. Aber wenn du es nicht beweisen kannst und wenn du die Person nicht mal kennst und sie nicht mal draußen auf der Realität gesehen hast, dann solltest du die Fresse halten und so eine Scheiße nicht in irgendwelchen ellenlangen Chatverläufen und was weiß ich. Dann schreib lieber Hallo, das ist wesentlich sinnvoller und intelligenter, als so eine Scheiße da reinzuschreiben. Deswegen, ich antworte darauf gar nicht mehr. Ich werde darauf auch nicht mehr antworten.
Das ist das einzigste und letzte Mal, dass ich dazu was sage. Vielleicht kommt das endlich mal bei denen an, die das betrifft. Die, die damit nie was zu tun haben, die so eine Scheiße nicht schreiben, die dürfen bitte jetzt nicht beleidigt sein. Weil euch betrifft das nicht. Euch betrifft das alles nicht. Das geht nur an diese 10, 12, 14 Leute, die da wirklich permanent in den Chat so eine Scheiße geschrieben haben. An die anderen geht das nichts. Nur an denen, die hier die Gerüchte verbreitet oder verbreitet haben. Die können sich die Sache hier an den Kopf tackern. Die anderen braucht das hier nicht interessieren. Ich will dazu nur sagen, das nächste Mal überlegen, bevor ihr irgendwas in irgendeinen Chat oder einen Kommentar schreibt. Weil das nächste Mal werdet ihr nicht in diesem Video erscheinen, sondern dann werde ich den Namen nämlich in diesen Videos hier erwähnen und einblenden. Dann gucken wir mal, wie lange wir miteinander zu tun haben. Wer denn dann recht hat? Wer dann Scheiße schreibt? Gucken wir dann mal. Beim nächsten Mal erscheinen hier in dem Video nämlich Namen, die das verbreitet haben, die die Kommentare schreiben. Dann blende ich hier oben irgendwo Namen ein. Dann gucken wir mal, wer erwähnt bleibt und wer nicht erwähnt wird. Ich garantiere euch, jeden einzelnen seht ihr in diesem Video dann da oben eingeblendet. Weil wer Scheiße schreibt, der muss dafür zahlen, dass er die Scheiße verbreitet hat. Und wenn es dann halt eben in einem Video ist, wo ich dann den Kommentar dazu abgebe, dann geht's halt nicht anders. Ich möchte euch nur darauf hinweisen, die Scheiße muss nicht unbedingt verbreitet werden. Soweit das Thema Rollstuhl. Kopfnuss Kalli, wie gesagt, habe ich eben auch gesagt, muss man nicht kommentieren. Wenn da Beleidigungen stehen, lösch sie einfach, weil ich habe nichts gegen dich. Ich werde auch nie was gegen dich haben. Du bist ein toller Typ. Du hast immer irgendwie sinnvolle Dinge gebracht. Du hast immer konstruktive Kommentare gegeben. Das gefällt mir. Du stehst hinter mir. Das gefällt mir auch. Du supportest einen. Das ist auch gut. Wenn dich jemand beleidigt und da steht Hannover Guide, guck mal hinterher. Wenn das eine Fake-Aktion ist, lösch diesen Namen einfach raus. Beachte das dann gar nicht. Und ansonsten, wie gesagt, ich habe damit kein Problem mit dir. Das ist mein Kommentar zu dem Thema. Ja, ich hoffe, das war jetzt deutlich genug für die Leute, die hier das wollten. Wie gesagt, wenn ihr da gerne noch was mehr hören wollt, kann ich gerne noch öfters darüber reden. Wie gesagt, wenn so Scheiße noch mal kommt und ich noch mal so ein Video mache, werden von diesen Scheiß-Kommentaren, die wirklich null Sinn haben, weil es null stimmt, weil es einfach nur hingeschriebene Scheiße ist, Dünnpfiff ist das. Das ist eine Schwäche des eigenen Gehirns, leider in Schriftform, weil verbal kann man sich nicht ausdrücken, ist auch klar. Man bleibt in YouTube leider nicht anonym, weil da ein Kommentar mit einem Namen steht. Deswegen, wenn diese Scheiße weiterkommt, was ich jetzt mit diesem Video hoffentlich jetzt endlich beendet wird, sollte es weitere Kommentare geben dazu, ob Beleidigung bei Kopfnuss Kalli oder ja, whatever, was meine Person betrifft, was nicht stimmt. Oder sollten es Kommentare in Livestreams, die ja hoffentlich demnächst dann irgendwann wieder anfangen, sollte es da irgendwas geben, kommen die Namen definitiv in einem Video drin vor. Dann werde ich die Namen einblenden, werd die Namen aufzählen und werde dann die Kommentare genau an die richten, die in dem Video vorkommen. Ich hoffe, das war jetzt deutlich genug. Ich hoffe, das Statement war auch in Ordnung für euch.
wie gesagt, die Leute, die sauber sind, die alles vernünftig machen, die brauchen auf so ein Video nicht Acht geben, weil die betrifft das ganz sicher nicht. Ich habe die Themen You Know und Kopfnuss-Kali jetzt angesprochen, wo viele gewollt haben. Ich hoffe, ihr hattet die Informationen, die ihr gehofft habt, dadurch zu erlangen. Wenn nicht, tut mir leid. Es ist aber das Einzigste, was ich dazu sagen werde. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, gebt dem Däumchen hoch und ein Abo. Da ein Däumchen hoch und ein Abo da lassen. Wenn ihr dann noch mehr wissen wollt und sehen wollt. Ansonsten wünsche ich euch einen angenehmen Tag, Abend, wann ihr auch whatever das ihr seht, das Video. Danke fürs Zuschauen. Euer Hannover Guide. Bis dann. Peace and out.